Ganz herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Transfermarkt TV. Auch heute wollen wir euch wieder die heißesten Entwicklungen im Transfersommer zeigen. Und zwar unter anderem Daniel Mahlen. Der soll sich nämlich mit dem BVB einig sein, wäre dann der designierte Sancho-Nachfolger. Und außerdem hat Gigi Donnarumma, der Spieler der EM, einen neuen Verein gefunden. Er hat nämlich jetzt fix unterschrieben bei der PSG. Wir zeigen euch alle Hintergründe und spannende Statistiken zum italienischen Keeper. Und auch in den fixen Spielertransfers beginnen wir mit einem Torwart. Und zwar kommt der von den Wolverhampton Wanderers, ist dann natürlich ein Portugiese, die Nummer 1 bei Portugal zwischen den Pfosten, künftig aber dann bei der Roma. Rui Patricio kostet 11,5 Millionen Euro, wechselt also aus der Premier League zu José Mourinho in die Serie A. In der Serie A war auch Inter tätig und zwar hat der Meister Sinho van Heusden zurückgekauft für 16 Millionen Euro. 2019 war er für knapp 12 zu Standard Lüttich gegangen. Die Belgier konnten also einen Transfergewinn verzeichnen. Aber aktuell verhandelt Inter wohl schon mit Sampdoria Genua bezüglich eines möglichen Leihgeschäfts. Villarreal hat sich einen neuen Mittelstürmer gegönnt. Boulay Dia, der 24-jährige Senegalese, der kommt von Stade Reims aus der Ligue 1. Er kostet das gelbe U-Boot, den Europa-League-Sieger, 12 Millionen Euro. Hingegen verlässt Carlos Bacca Villarreal, das war schon länger klar. Eigentlich hatte der Kolumbianer auch vor, in die Heimat zu wechseln, mit mittlerweile 34 Jahren. Aber es hat wohl einen Sinneswandel gegeben, denn Bacca schließt sich dem FC Granada an. Überraschung im Schalke-Training und zwar in Bezug auf den 18-jährigen Jaroslav Mikhailov. Der war zuletzt Trainingsgast, eigentlich steht er bei Zenit St. Petersburg unter Vertrag und er hat die königsblauen Verantwortlichen so sehr in den Bann gezogen, dass man ihn kurzerhand ausgeliehen hat. Also eine positive Überraschung, die da auf Schalke eingeschlagen ist. Die Leihreise von Adrian Fein geht weiter. Zuletzt war er bei der PSV in Eindhoven, davor noch beim HSV. Nun geht es für den 22-jährigen defensiven Mittelfeldmann vom FC Bayern in die Bundesliga zu Greuther Fürth. Der Aufsteiger war wohl auch schon in den vergangenen Jahren immer wieder an einem Geschäft mit Fein interessiert. Auch dieser Wechsel ist fix. Kelvin Stenks geht von AZ Alkmaar nach Frankreich zu Nizza. Der 22-jährige Rechtsaußen kostet 15 Millionen Euro und bei AZ, da gab es überhaupt gar kein böses Blut. Ganz im Gegenteil, die Vereinsverantwortlichen ließen verlauten, es sei ein Kompliment für den ganzen Verein und für die gute Jugendabteilung von Alkmaar, dass so ein Transfer über die Bühne geht. Markus Schubert und Schalke 04, das hat nie so richtig zueinander gefunden. Nun darf der Torwart ablösefrei wechseln. Der 23-Jährige geht von Königsblau zu Vitesse Arnhem. Und zum Abschluss unserer Ticker haben wir jetzt schon mit Sicherheit einen der Top-Transfers dieses Sommers. Es geht um den Spieler der EM. Er hat ja den Titel ganz offiziell direkt nach dem Finale bekommen. Gigi Donnarumma. Bei Milan lief sein Vertrag aus. Es gab langes Gezerre um ihn. Und jetzt ist es fix. PSG bekommt den Zuschlag. Das war seit ein paar Wochen eigentlich ein offenes Geheimnis. Aber der Torwart selber wollte wohl erstmal in Ruhe die Europameisterschaft zu Ende spielen. Das Ganze hat ein Kuriosum zur Folge, denn wir schauen uns mal an, welche Keeper aktuell bei PSG alle unter Vertrag stehen. Das sind ganze 8 Stück und dabei auch einige durchaus namhafte. Donnarumma natürlich mit Abstand der wertvollste, sein neuer Marktwert 65 Millionen Euro übrigens nach einem EM-Update. Alphonse Areola und auch Keylor Navas und Co., die haben alle zusammen, diese 8 Torhüter, einen Marktwert von 102,75 Millionen Euro. Und wir haben uns mal die Mühe gemacht und die Ligue 1-Teams herausgesucht, deren Gesamtkadermarktwert unter dem Marktwert der PSG-Keeper liegt. Das ist also eine durchaus kuriose Statistik nach der Verpflichtung von Gigi Donnarumma.
Also insgesamt 10 Ligue 1-Vereine, deren Gesamtkadermarktwert unter den 8 PSG-Torhütern liegt. Möglich macht es die ablösefreie Verpflichtung von Gigi Donnarumma, der sich dabei auch ganz weit vorne einreiht. In den wertvollsten ablösefreien Transfers aller Zeiten. Und wir zeigen euch an dieser Stelle mal die Top 5 dieser ablösefreien Spielerwechsel. Ich kann schon mal vorwegnehmen, es sind sehr, sehr viele aktuelle Deals mit dabei. Wir haben zum Beispiel Stefan de Vrij, der hat 40 Millionen Euro als Preisschild gehabt, ging ablösefrei von Lazio zu Inter, und in diesem Sommer war es Memphis Depay, der ist sogar noch 5 Millionen Euro mehr wert, schließt sich ja Barcelona ablösefrei an. Der hier dürfte vielen Dortmunder Fans immer noch wehtun, Robert Lewandowski, 2014, 2015 mit einem Marktwert von 50 Millionen zu den Bayern. Von den Bayern weg in diesem Sommer David Alaba, 55 Millionen Euro sein Marktwert. Und bei Gigi Donnarumma, der wie gesagt ab morgen einen neuen Post-EM-Marktwert von 65 Millionen Euro bekommt, sind es beim Zeitpunkt des ablösefreien Wechsels 60 Millionen Euro Marktwert, also der wertvollste ablösefreie Transfer der Geschichte von Milan zu PSG. Und damit noch nicht genug, wir müssen noch unser User-Voting auflösen, denn Transfermarkt hat auch seinen eigenen Spieler der EM gekürt. Weit über 100.000 Stimmen habt ihr da draußen insgesamt abgegeben und 28,5% dafür, na klar, für Gigi Donnarumma, also auch hier die Nummer 1 im Ranking. Auf Platz 2 übrigens Chiellini, der Abwehrchef der Italiener, Chiesa und Jorginho auf 3 und 4, also 4 Italiener ganz vorne, und auf Platz 5 kommt dann Petri, der beste Jungprofi der EM. Und an dieser Stelle kommen wir zu unserer Gerüchteküche. Derzeit natürlich besonders heiß, was sich da abspielt. Vor allen Dingen in Bezug auf Borussia Dortmund. Dort passiert ja einiges, vor allen Dingen in Sachen Abgänge. Jadon Sancho ist ja schon mit anderthalb Beinen bei Manchester United. Und auch um Erling Haaland gibt es heiße Gerüchte, Stichwort Chelsea und 175 Millionen Euro. Aber wir wollen heute sprechen über einen potenziellen Neuzugang. Es geht um Daniel Malen. Der wäre dann auch designierter Sancho-Nachfolger bei Borussia Dortmund. Und laut der Sportbild wird es richtig heiß zwischen dem Spieler und dem Verein. Dort soll man sich schon auf einen Vertrag geeinigt haben. Lediglich eine Einigung zwischen PSV und dem BVB steht noch aus. Eindhoven, der aktuelle Malen-Club, soll sich aber wohl schon damit abgefunden haben, dass man den Spieler gehen lassen muss in diesem Sommer. Der BVB bietet wohl 27 Millionen Euro, PSV will 30. Also man merkt, so weit sind die Parteien da nicht auseinander. Wir sagen, Daniel Malen zum BVB, das passt einerseits. Aktuell natürlich durch das Sancho-Vakuum besser denn je, und auch der gesamte Deal und die beiden Ablösevorstellungen von Dortmund und Eindhoven, die sind jetzt nicht so weit auseinander. Also der Daumen ganz klar nach oben. Wir rechnen, dass es da in den kommenden Tagen schon eine Einigung geben könnte und dass der Deal über die Bühne geht. Auch Borussia Mönchengladbach schaut sich auf dem Transfermarkt um, das Ganze mit Weitsicht. Laut Foot Mercato hat Gladbach Kontakt zu den Beratern von Fethu Moussa aufgenommen. Der französische U21-Nationalspieler geht in sein letztes Vertragsjahr bei Stade Rennes, und dort könnte man ihn für rund 12 Millionen Euro verpflichten. Hintergrund ist natürlich der, dass Gladbach einen möglichen Ersatz für Rami Benzebaini sucht. Um den buhlen ja gerade West Ham und die Roma. Lukas Nmeka könnte es nach seiner Leihe zu Anderlecht zurück in die Bundesliga ziehen. Das berichtet der Kicker. Der VfL Wolfsburg soll im Austausch mit dem U21-Europameister stehen, der ja noch bei Manchester City unter Vertrag steht, dort in sein letztes Jahr des Kontrakts geht. Laut Sportbuzzer könnte der Transfer noch ganz zeitnah, vielleicht sogar heute, perfekt werden. Noch vor wenigen Wochen war ja die Rede von einem Transfer zu RB Leipzig gewesen. Jetzt die Tendenz ganz klar zum VfL Wolfsburg, wo er ja schon mal 2019 per Leihe spielte.
Bei Union Berlin sucht man ganz offenkundig noch einen Torhüter. Mit Lute und Busk stehen dort nämlich nur zwei Schlussleute unter Vertrag. Und Union-Geschäftsführer Oliver Runert bestätigte, dass auf jeden Fall noch ein Torwart kommen wird. Laut Kicker handelt es sich um diesen jungen Mann, Lennart Grill von Bayer 04 Leverkusen. Dort sind ganze 4 Keeper im Profikader. Aber auch der HSV soll sich nach Grill erkundigt haben. Der personelle Umbruch beim FC Barcelona geht weiter. Laut Mundo Deportivo und Cadena Coop planen die Katalanen ein spektakuläres Tauschgeschäft. Es geht um Antoine Griezmann. Der spielt wohl bei Ronald Koeman keine übergeordnete Rolle mehr. Vor allen Dingen nicht nach den Neuzugängen von Memphis Depay und Kun Agüero. Nun berichten die Medien, dass es für Griezmann zurück zu seinem Ex-Club gehen könnte. Atletico Madrid. Im Gegenzug könnte dann Saúl Ñíguez nach Barcelona wechseln. Das wäre super spektakulär, aber ist natürlich auch ein ganz schönes Geschäft, was man da stemmen muss. Wir rechnen da mit keiner allzu schnellen Einigung. Und noch ein Gerücht um einen Katalanen. Laut Sport will Rafa Benitez, der neue Trainer vom FC Everton, Barca-Verteidiger Clément Longley verpflichten. Der 26-jährige Innenverteidiger könnte dann in Liverpool beim Stadtteilclub Everton als Abwehrchef fungieren. Der Vertrag von Longley läuft zwar noch bis 2026, aber man hat ihn wohl als einen der Streichkandidaten auserkoren, um mögliche Einnahmen zu generieren. Und noch ein Innenverteidiger aus La Liga bei Jules Koundé, dem Franzosen. Da scheint es so, als wäre Tottenham dran. Das berichtet Gianluca Di Marzio, der Transferexperte. Angeblich sollen sich die Clubs auch schon einig sein. Sevilla und Tottenham. Es geht um 30 Millionen Euro plus Davinson Sanchez, der im Gegenzug von Tottenham zu Sevilla wechseln könnte. Das einzige Problem, Koundé soll Tottenham nicht unbedingt als sportliche Verbesserung sehen. Bei Sevilla wäre man wohl relativ heiß auf einerseits die 30 Millionen Euro und auf der anderen Seite die Abwehrkante Sanchez. So, und am Ende entlassen wir euch noch mit ein paar wichtigen Ticker-Meldungen aus unseren News. Zum Beispiel vom VfB Stuttgart. Da gibt es schlechte Nachrichten mal wieder für Orel Mangala. Der hat sich nämlich erneut verletzt. Und zwar hieß es, eine Muskelverletzung werfe ihn zurück und er würde für einige Wochen fehlen. Das gab Sven Mislintat im Rahmen eines Freundschaftsspiels bekannt. Der spanische Fußballverband plant wohl, das Konzept von La Liga komplett rundum zu erneuern. Es hieß, wir brauchen weniger Spieltage und mehr Spektakel. Es soll sogar in Erwägung gezogen werden, die Rückspielserie zu streichen. Also jeder gegen jeden nur noch einmal. Dann könnte man auch Spiele auf neutralem Platz austragen. Zum Beispiel hieß es in den USA. Naja, das ist ein sehr spektakulärer Plan, der aber nicht jedem gefällt. Dr. Felix Brüch hat im Kicker bekannt gegeben, dass er seine internationale Schiedsrichterkarriere an den Nagel hängt, also kein großes Turnier mehr pfeifen möchte. Er war bei der zurückliegenden Europameisterschaft der erste Schiedsrichter überhaupt, der 5 Spiele bei einem großen Turnier pfeifen durfte. Auf nationaler Ebene will Brüch aber auf jeden Fall noch weitermachen. Bis zur Altersgrenze hat er auch noch ein paar Jährchen. Der Münchner ist 45 Jahre alt. Und dann wurde heute auch noch Folgendes bekannt. Wir sagen jetzt ein letztes Mal Ciao, Arjen Robben. Jetzt hat er seine Karriere tatsächlich final beendet. Nach seiner Rückkehr zum FC Groningen reichte es aufgrund von Verletzungen und der Corona-Pandemie nur zu 7 Spielen, in denen er 2 Assists beisteuerte für den FC Bayern. Seine erfolgreichste Station. Da gelangen ihm in 309 Spielen 144 Tore und wir sagen natürlich alles Gute, Arjen Robben.
Das war's für heute von Transfermarkt TV. Schön, dass ihr wieder mit am Start wart. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr noch eure Meinung und Fragen in den Kommentaren da lasst. Da könnt ihr gerne zu all unseren Themen diskutieren und posten. Und wir haben auch noch zwei Videoempfehlungen für euch. Zum Beispiel einmal diese Playlist. Da geht es zu den Marktwert-Updates. Da kommen ja jetzt ganz aktuell neue hinzu. Nach der EM und nach der Copa. Und da unten haben wir für euch die Traumelf von Werder-Legende Claudio Pizarro. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal schön durchklicken. Und wir sehen uns dann ganz bald hier auf dem Channel. Bis dahin, macht es gut.